Crustacea. Die Crustaceen können sehr vielgestaltig sein. Die kleinen Wasserflöhe der Gattung Dachnia messen vielleicht gerade mal einen halben Zentimeter, während die japanischen Riesenkrabben eine Beinspannweite von bis zu 3,70 Meter erreichen können und dabei 20 Kilogramm wiegen. Damit ist diese Art der größte rezente Vertreter der Arthropoden. Auch der größte landlebende Arthropode stammt aus der Gruppe der Crustaceen. Der Palmdieb hat eine Beinspannweite bis zu 1 Meter und wiegt dabei 4 Kilogramm. Da Crustaceen die Haut oder Kiemen zur Atmung nutzen, kommen sie häufig in Gewässern vor. Ihre Entwicklung ist immer von Wasser abhängig. Palmdiebe trinken Salzwasser und benetzen ihre Kiemen immer wieder mit Meerwasser, um atmen zu können. Die Entwicklung der Eier zur Larve und zum Jungtier findet ebenfalls im Wasser statt. Nur die Oniscidea, die Landasseln, haben sich von dieser Abhängigkeit gelöst. Sie sind gut an das Leben an Land angepasst und einige Arten haben sogar ihre Kiemen in Trachealorgane umgewandelt. Dabei sind die Kiemen das plesiomorphe Merkmal, was die Crustaceen von den Tracheata unterscheidet. Zusätzlich haben Crustaceen 4 Antennen statt 2. Das sogenannte Spaltbein ist bei allen Nauplius-Larven vorhanden und kann in adulten Tieren umgewandelt sein, zum Beispiel in Mundwerkzeuge. Die Komplexaugen und ein Nauplius-Auge sind nicht bei allen Tieren vorhanden. Bei einigen ist der Kopf sogar mit einigen Thoraxsegmenten verwachsen. Die Beine, die im Thorax inserieren, werden zum Schwimmen, Schreiten oder Greifen benutzt. Bis zu 3 der anterioren Beinpaare können dabei zu Maxillipeden umgewandelt sein. Nur die Malacostraca besitzen zusätzliche Beine, Pleopoden oder Uropoden, und zwar am Abdomen, dem Pleon. Am letzten Glied, dem Telson, kann eine Schwanzgabel, die sogenannte Furca, sitzen. Relevante Bestimmungsmerkmale der Crustaceen sind die Blattbeine, das Rückenschild, die Augen, die Kalkplatten, die Rankenbeine, ob sie freilebend oder festsitzend sind, Frontalanhänge, die Galerthülle und die Beborstung der Antennen.